Kann man da die... Nee, die kann man auch nicht aufmachen. Die Schränke habe ich alle offen. I will stay at the cabin tonight. I don't need dinner, Scott. Yo. Irgendwie auch nichts drin, ne? Ich weiß halt auch nicht, warum ich ständig jede Bibel aufheben kann. Macht gar keinen Sinn. Da kann ich wieder Bibel aufheben. Nervig sowas. Okay. Jetzt habe ich Schluck auf. Haben wir hier irgendetwas übersehen? Ich sollte vielleicht aufhören zu rennen. Dann würde ich vielleicht auch was sehen. Auf den Bänken? Nee. Haben wir in der Cabin was übersehen? Gehen wir mal doch mal in die Cabin. Ja, es liegt mit Sicherheit daran, dass ich renne. Nicht, dass ich gerade einfach unfähig bin zu denken. Das gibt's ja gar nicht. Im Innen ist nur noch der Koffer, aber wir haben keinen Schlüssel. Es fehlen noch so viele Schlüssel, ungefähr 30 Schlüssel. 5 davon liegen in dieser Holzschuppen. Bei einem Menschen. Ich kann ja gar nicht genau sagen, wo ich gerade hänge, weil ich irgendwie nicht weiß, was ich schon habe und was ich noch nicht habe. Ja, genau, ich blicke auch nicht mehr durch. Uns fehlen halt Schlüssel. Uns fehlen unzählige Zahlencodes. Schlüssel und Zahlencodes. Also uns fehlt der Zahlencode für die Schublade in der Polizeistation. Für das Galerie, für die Galerie. In der Menschen. Für den Schreibtisch. Damit brauche ich ein Bild, das weiß ich schon. Und für die kleine Kiste auf dem Spielplatz. Dafür fehlen uns alles Codes. Und Schlüssel fehlen uns 2 für und für die Holzlaube in der Menschen fehlt uns auch noch ein Zahlencode, ne? 2 Schlüssel fehlen uns innen für die Menschen. Für die Arctic fehlt uns ein Schlüssel. Für die Garage fehlt uns ein Schlüssel. Wobei es egal ist, welchen wir davon haben, weil wir kommen damit hoch und runter. Genau. Genau, und für in Scotts Zimmer ist auch noch ein Code, den wir brauchen. Dann für die ganzen Handschuhfächer brauchen wir noch Schlüssel. Für... Den haben wir schon. Für den Friedhof, für die Tür brauchen wir noch einen Schlüssel. Also uns fehlt noch einiges irgendwie. Und ich weiß gerade nicht, wo ich irgendwas davon finde, dass ich weiterkomme für irgendwas. Genau, das komische Kreuz am Schrank haben wir hier noch. Wo ich nicht weiß, wo dieses Kreuz ist. Das könnte vielleicht auch schreiben. Kreuz, Schrank.
Sein Geburtsdatum. 4.7.75. Hallo? Wahrscheinlich bin ich mit seinem Geburtsdatum falsch. Also mit dem, das ich habe. Trishas Geburtstag weiß ich leider nicht. Also beziehungsweise am 4.7. wurde er vor die Tür gelegt. Also sind immer noch Tabletten. Wann hat Trisha Geburtstag? Könnte ich ja nicht nachgucken. Es müsste eigentlich in unserem Diary stehen. Warum? Charles. Da. Ah, 11. Juni. 74. Okay. So viel zu, ich weiß Tschüschers Geburtstag nicht. Sollte ich mir vielleicht auch bei Trisha aufmerken. Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. What the fuck? Ich sag's euch, ich häng wegen einem dummen Grund. Gibt's ja gar nicht. Steht schon Ewigkeiten fett neben ihrem Namen. Ich hätte jetzt gerne einen Burger von McDonald's. So. Die Mauer hat sich gerade bewegt. Okay, wir gehen noch mal hoch zur Kirche. Ich gehe völlig den falschen Weg. Ups. Ich muss ja ins Gotteszimmer. Da liegt jetzt bestimmt der Brief, der mir sagt, wo dieses Scheißkreuz liegt. Mann, Alice, echt jetzt? Ich hasse dich. Ich hab voll Hunger. Wir waren heute mit der Uni in der Firma von unserem Prof. War mega cool da. Es war super interessant. Ihr seid alle scheiße mit euren Burgern. Und da gab es auch zum Mittagessen. Und ich muss sagen, das war mal das da zum Essen gegeben. Also der Krustenbraten. Auf Hochdeutsch. War so gut. Aber das war halt das Einzige, was ich heute gegessen habe. Und das war um 12. Und jetzt gerade die bisschen Cabanossi. Ich renne immer dran vorbei. Ein bisschen die Cabanossi während dem Stream. So. Voilà. Weiß nicht, funktioniert. Ich wein jetzt dann. Trisha hat am 11.06.74 Geburtstag. Habe ich mir jetzt zweimal aufgeschrieben. Da, Sechster, Elfter, Sechster. Nochmal in europäischer Schreibweise, Elfter, Sechster. It doesn't work. 11, 7, 4. Das hat Adoptionsdatum. Wann war denn? Das habe ich nicht aufgeschrieben. da war das.
Matthew Brooks war das, ne? Da steht es irgendwie nicht. Okay. Dann bei Scott. Sechster, vierter. 85. Ist gerade so rum eingegeben. 0406. 0604. Ah. Gehen wir noch mal seine Tagebücher durch. 1985. Den habe ich schon mal ausprobiert. Ich sollte vielleicht auch schön schreiben. Doch, leck mich doch am Arsch. Oh! Let's meet at our secret hideout at 5 p.m. Code change to 8831. Okay. Codes, Gottes Zimmer. Kirche haben wir jetzt alles gefunden. Okay, den Code von der Laube haben wir jetzt auch. Dieses Gedrehe hier. Okay. Okay, Kimia, hallo? Kevin, hallo? Okay. Diary. Okay. So, Sonntag, 18. Februar 1990. Mr. Patterson passed away at the age of 81. Mr. Patterson. Everyone attended his funeral today. He was buried next to Mrs. Patterson. Mrs. Patterson war einfach so irgendjemand, gell? The population of Paynes Creek is... Paynes Creek? Is decreasing. Old people are dying and young people aren't coming back after college. Will I stay in Paynes Creek till I am old and will I die like Mr. Patterson? Will there be anyone left at that point? Nein.
Donnerstag, 22. April 1990. Trisha talks a lot to me recently. I feel comfortable whenever she's around. I can't be myself in front of her. She makes me happy. Montag. Montag, 14. Mai. 1990. Father Matthew tell me that it's important to have goals in life. I wonder what life goal I should have. I wonder what Father Matthew's goal is. Samstag, 18. Mai 1990. It's been a few months since Derek got hired by Trisha's dad to be the mansion's driver. He gets to travel around the world now. I invite him. I want to work too, so that I can buy something nice for Trisha. Ach, ist das süß. Montag, 20. Mai 1990. There's a secret room in the mansion. I can't believe it. I can't wait till Saturday to explore it with Trisha. Hoppala. Okay, die Kirche haben wir jetzt also fertig. Das heißt, wir können jetzt endlich zu dieser dämlichen Cabin gehen. In Hoffnung, das ist tatsächlich das Schloss. So, wo müssen wir denn dafür lang? Da hoch. Okay. Und in der Cabin ist mit Sicherheit. Also zwei Schlüssel habe ich von außen gesehen. Da steht auch hoffentlich direkt dran, wofür die Schlüssel sind, weil sonst kriege ich die Krise. Ich finde es super, dass das dauerhaft Tag ist. Aber gut, Tag- und Nachtwechsel ist in dem Spiel auch nicht nötig. Meiner Meinung nach, der wäre unsinnig. Vergebene Mühen. Weil das mit dieser ganzen Stimmung hier. Mit dieser ganzen Stimmung hier. Eine tausendmal fürchterlichere Atmosphäre, als wie wenn Nacht wäre. So. Wir gehen zur Cabin. Genau. Da haben wir jetzt. Wo habe ich denn jetzt den blöden Code aufgeschrieben? 8, 8, 3, 1. Ach, Gott sei Dank. So. Stopp. Oliver from the photo lab borrowed a shovel and wrench, Andrew. P.S. We have extras, so I told him he could keep the tools until he was done with them. Okay. Ettinger, Gott sei Dank. Eins, okay. Eins und sieben. Springer. Ach, leck. Oh. Ich und meine Tastendrückerei. Trisha, genau. Huch! Dankeschön! Vielen Dank für eure Bits. Achso, ja, deswegen habe ich die Fotos gemacht. Weil ich mich kenne. Ihr beschmeißt mich ja heute mit Bits. Was ist denn los? My Diary von Trisha. Ich dachte mir, dass das wichtig ist. 26. März 1993. I like being with Scott. I can be myself in front of him. He doesn't touch me or tell me what to do. He cares about what I think. He makes me happy. Das gleiche habe ich ungefähr bei Scott gelesen. Das ist voll süß. 1. April 1993. Wenn man außer Acht ist, dass sie vielleicht Geschwister sind. Beziehungsweise Halbgeschwister. Scott and I have decided to have our own secret hideout. It'll be really fun. Mom won't know that we are secretly meeting. 3. September 1993. I'm so glad that Scott is now working at the mansion. Although having Andrew as a supervisor is probably not the best idea. He's drunk all the time. I don't want him to influence Scott in a bad way. 16. September 1993.
Scott has to work the garden the whole day. After that, he has some errands to do. I guess we won't be meeting today. I miss him already. 1. Oktober 1993. I wanted to learn photography, so Mom hired Oliver to be my tutor. Aha. Ach, stimmt. At first I thought he would be too old to teach, plus his techniques are probably too ancient. But when he came, I was surprised that he's a very humble person, despite our age difference. We talked for hours. I felt comfortable around him. Then he showed me the photos he took. They were beautiful. It was around this point that I figured out that Oliver is perfect as a tutor. That I shouldn't have been so quick to judge the old man. I'm glad Oliver is my teacher. 5. Oktober 1993. Scott has finally finished moving all his stuff to the cabin. Winter's coming. It'll be extremely cold in the cabin. The fireplace should help. Maybe I should knit a scarf for Scott. I think I'll visit him today. Oh, süß. Alles so süß. Hallo. Mach die Caps wieder aus. Okay. Das war's hier, ne? Ist auch kein Loch im Eimer? Nee. Gut. Okay, wir brauchen die Fotos. Ah, Quatsch. Wir brauchen die Schaufel, wenn wir irgendwann mal wieder zum Friedhof kommen und die andere Tür aufkriegen, damit wir die Time Capsule aufsperren können. So, wir gehen jetzt in Trishas Raum. Gottes Willen. So, da. Dear Trisha, you can always stay at my place when you feel lonely, Dorothy. Ah. Looks like a house key. Den einzigen house key, den wir noch nicht hatten. So. Jetzt gehen wir rüber in die Attic. Nix halt. Ich spiele jetzt weiter. Ich will jetzt keine Tipps mehr. So. Ja, das hast du mir eh schon gegeben. Ich gehe gleich zurück. Attic. Warte. Ach, lol. Okay. This must have been belong to Scott. Please hold on to this. Someday I will tell you everything, Scott. Und ein Diary. Nee, habe ich tatsächlich nicht. 22. Mai 1994. Mom is so judgmental. She doesn't want me to be near Scott, saying that they should find someone who is of the same class as me. What does that even mean? Who determines what class Scott is in? That what Mom... Maria. Did Mom talk to Father Matthew? Is that why Father Matthew also forbade us from seeing each other? Don't they know we're in love? 24. Juli 1994. Last night, Scott and Father Matthew had a big fight. Father Matthew told him to stop seeing me again. I asked Scott why, but he didn't know the reason. I feel so miserable. 10. Oktober 1994. Scott asked if I had a younger brother named Vincent. I didn't. Huh? He told me that it was probably just a rumor, but wanted to be sure about it. Who would spread such a rumor about my family? 11. Oktober 1994. At dinner I asked Mom if I even had a younger brother named Vincent. She stared at me and said no. She then asked where I got the name from. When I said from Scott, she told me dinner's over. I argued with her. She yelled and sent me to my room. Later I heard her arguing with Dad. 26. Oktober 1994. How could Mom fire Scott? That is so unreasonable. There's no reason at all for firing him. And why can't I see Scott anymore. I love Scott. Dad loves him too. Only Mom hates him and I don't even know why. 22. November 1994. I find it really strange. I knew today that today was Scott's day off, so I tried to surprise him at the cabin. However, I could not find him. I searched everywhere inside and outside of the cabin. He was nowhere to be found, just as I was about to leave. He suddenly appeared as if he had been in there this whole time. This has happened several times now. I'm wondering if there's a hidden room in the cabin that I just don't know about. Errungenschaft freigeschalten. Trisha Roberts Story. Yay! Okay, wir gehen in die Attic. Jetzt flutscht's wieder.
So. Oh, schön. Gar nicht gruselig oder so. Nee. Da hinten liegt nichts. Nee. Großes, schönes Bild. Riesenbild, echt. Secret Safe Instruction. Insert the Glock Key. Set the time. Turn the key. Tea time? Ich hätte das schon viel, viel früher finden sollen. Das habe ich nämlich schon gemacht. Na gut, ja klar, wir haben den Safe auch schon Ewigkeiten. Jetzt ohne Scheiß, die Attika nur dafür da, um das zu zeigen. Okay, wir gehen runter in die Garage. It's locked. Ja, ach nee. Okay. Items need for the barbecue. Charcoal, grill brush, grill fork, lighter fluid, grill brush. Okay. Ich mache ein Foto davon. Weil ich von allem ein Foto mache. Okay. Kann man nicht aufmachen? Die kann man wieder aufmachen. Wie? I will a well-cleaned grill fork. Nochmal ein Grill. Die haben zwei Grills. Hoch ein Diary. Oder so. Dienstag, 21. September 1993. I didn't feel well today. I had a nightmare last night. I cannot remember what it was like, but it was unnerving. I see Scott all the time now since he has started working at the mansion. He's always with Trisha. I used to be the one to hang out with Trisha. Ah, wir sind wieder bei Derek. Freitag, 1. Oktober 1993. Mom says she feels better these days. It's as if she forgot she even has cancer. I hope she recovers quickly. Mr. Johnson is a great man to help us out like this. Montag, 8. November 1993. Trisha talked to me today. She said Scott is busy recently and she felt lonely. I would never make her feel that way. I cannot say it to her, but I will be there whenever she needs me. We will talk a lot. I wish every day would be like today. Montag, 14. Februar 1994. Today Scott came and asked if I know anything about Father Calvin. I only know him as the previous church pastor before Father Matthew took over. I told Scott to ask Matthew about it. Scott didn't say anything and left. Looks like they aren't getting along too well. Okay. Bottle caps. Okay. Charcoal. Nee. Ah. Okay. Da werden wir auch nichts aufmachen können. Nee. Gut. Ich glaube, das sind wir hier tatsächlich auch schon fertig. Was hatten wir jetzt noch? Die Cabin, genau. Gehen wir wieder runter zur Cabin. Genau, und halt von der Dorothy noch den Hausschlüssel. Kann sein, dass wir an der Dorothy eher vorbeikommen als wir an der Cabin? Weil dann gehen wir schnell zu ihr noch rein. Also wenn wir eh dran vorbeilaufen. Die war 40 Black Pine Road.
Ja, da kommen wir vorbei. Meine ich. Black Pine Road. Ja, wir müssen die eh lang. Huch. Ich drücke immer auf die falschen Knöpfe, wenn ich wieder anfangen will zu laufen. Das müsste jetzt die Black Pine Road sein. Ne, müsste es nicht. Quatsch. Das ist die Black Pine Road. Da ist auch die... Nicht die Nummer 40. Die ist da hinten. So, dann haben wir hiermit auch das letzte Haus. Wir können gar nicht mehr so weit vom Schluss entfernt sein. Wahnsinn. Oh, das ist aber ein kleines, süßes Haus. Oh. A new home, a new life set in the heart of town. We talk, take pride in helping others realize their dream. Most people just want to secure the lives of their loved ones without having the constant worry that something will go wrong. We'll help you set your own pace, protect your freedoms for new friendship, pressure, push your interests, and enjoy the finest service that can be provided. You can depend on us to aid in whatever way you need, and we'll give you the confidence that someone is always there to help. Payne's Creek Retirement Management's personal goal is to be the shoulder to lean on for everyone. We will guide you to choose the right method and right time period, and we'll make those steps together. I was a little nervous moving to this town, but ever since I've moved here, I feel like I'm home. It's been the experience of a lifetime. Kyla Pearson.